Bitte schön, der Herr. Hallo. Darf ich vorstellen, Frau Wendela-Horz? Hallo, Frank Wolf, freut mich. Herr Wolf, freut mich auch, eingeschenkt für dich. Danke sehr. Zack, hier geht es heute zur Sache. Möchtest du die Händlerkarte haben? Ja, klar. Ja, ja, so weit sind wir noch nicht. Ja. Dann würde ich Sie gerne erstmal fragen. Ach, du heiliges Kanonenohren. Ja, das ist auch mal jolt. Ja. Doch, da will ich direkt was zu wissen. Steht mir einfach nicht. Nee, ne? Nein, ich habe da so einen Glücksfall gehabt. Ich habe Wohnungsräumung gekauft im Internet für 730 Euro. Eine komplette Wohnung? Ja, 40 Kubik. 40 Kubik? Ja, und dann... Stopp, jetzt muss ich nachfragen. Wenn Sie sowas kaufen, da steht im Internet, also hier, ich verkaufe eine komplette Wohnungsauflösung, da kann man das auch wahrscheinlich bieten. Und genau. Jetzt kriegst du das und dann kommen auf einmal 40 Kubik. Wie wird das gemacht? Kippen die das bei dir zu Hause ab oder wie? Nein, nein, die haben das in ein Lager gebracht, wo ich eingemietet bin, mit 7 Lagerwagen, große. Ja. Und da ja, waren da Möbel... Eben, der ganze Haushalt und in so einem alten Bauernschrank habe ich dann das Schmuckstück gefunden. Machst du sowas beruflich oder? Nein, nein, war nur mein Hobby eigentlich, also es war das erste Mal, ja. Aha. Komm, jetzt sind wir schon beim Du angelangt, dann sollen wir das offiziell machen. Ich bin der Frank, freut mich. Frank, freut mich. So, das Ding, das sieht so aus, als hätte derjenige, dem ging es nicht schlecht. Ja, würde ich auch sagen, ja, ja. Wir haben ein Armband in... Beginnen wir mal gleich mit der Punze. 750er Gold. Ach, und noch das schlechte Jahr. In einer wirklich sehr guten Verarbeitung. Ein doppeltes Fischgrätmuster hier. Diese beiden Stränge teilen sich. Und hier sitzen Saphir-Baguettes obenauf. Genauso wie hier mit Brillantbesatz in verschiedenen Größen. Für den heutigen Geschmack ist dieses Armband natürlich sehr opulent. Aber man muss sich vorstellen, hier zur Cocktailstunde, wenn die Dame dann in ihrem schicken Cocktailkleid ihr Gläschen zum Mund führte, war das eine Demonstration weiblicher Anmut. Ja? Und eines dicken Oberarmes. Und man hat natürlich dabei auch den Schmuck präsentiert. Den schönen Cocktailring, den großen und auch ein Armband wie dieses. Mein lieber Mann. Also, wir haben 750 Gold. Ja. Wir haben wunderschöne Steinchen. Wir haben sehr gute Brillanten. Wir haben Saphire und eine schöne Verarbeitung. Ja, ja, wie alt ist das Stück? Ist das 40er, 50er? Genau, 40er, 50er Jahre. Genau, gibt es einen Hersteller? Es gibt eine Punze, die ich allerdings nicht auflösen kann. Die ist hier oben über der Punze für den Feingehalt. Könnte ein W und ein K sein, ist aber schwer zu sagen. Ja. Sehr schön gearbeitet, das ist alles beweglich. Man kann sogar teilweise die Steine hier, sitzen mal auf den beweglichen Stäben, die hier durchgezogen sind. Sehr schön verarbeitet, gute Qualität. Die Qualität der Steine, du hast gesagt, die Brillanten sind schon mal gar nicht so schlecht, ne? Die sind hübsch. Die Saphire auch, ja. Saphire auch. Sowohl Brillanten als auch Saphire sind in guter Qualität. Also ich würde mal sagen, alles über 750 Euro ist hier Win. Aber du willst wahrscheinlich noch ein Stück mehr haben, oder? Ja, ich habe mal so den Goldwert ausgerechnet. Ein bisschen plus, würde ich sagen, Schmerzgrenze wäre so 3.000 Euro. Wäre kein schlechter Gewinn, ne? Ja. So. Wir haben eine Ansage. Ja. Wenn eine Ansage. Ja, Wendela, du hast es gehört, 3.000 Euro wären schön. Aber wie hoch schätzt die Expertin den Wert ein? Wenn man den heutigen Goldankaufswert zugrunde legt, dann sind wir schon bei 2.500 Euro gut als Ankaufspreis. Und dann kommen noch die Steinchen dazu und die Verarbeitung. Und dann liegt mein Schätzpreis auch bei 3.000 bis 3.500 Euro. Ich würde mal sagen, wenn du jetzt abrechnest, die Entsorgung für den Rest, bist du ganz knapp im Gewinn gelandet. Super. Wenn die Händler es kaufen wollen. Super, das sehen wir. Ich drücke die Däumchen. Dankeschön. Bitteschön, mein Lieber. Danke. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Danke. Oh, ich stelle mir gerade vor, was mein Hase sagen würde, wenn ich sage, du, ich habe ein neues Hobby. Da kommen morgen 2 Container A40 Kubik Wohnungsauflösung. Und die lege ich meinem Garten aus. Aber spannend. Also, beides. Die Reaktion meiner Frau genauso wie das, was ich finde. Ja. Weißt du, nicht mehr... Wo ich mich dann wieder finde. Also das Beste, was passieren könnte, wäre natürlich über die Schätzung, also 3,5 aufwärts. Ja, das wäre, wo ich jetzt Spaß dran hätte. Hoffentlich haben unsere Händler auch Spaß am Geld ausgeben. Viel Glück für den Verkauf. Hallo zusammen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo.
habe euch da was Schönes mitgebracht. Schön verpackt, wie ein Geschenk. Ja. Aha, ich hoffe, das gefällt euch. Schauen wir mal. Schauen wir mal rein. Oh. Toll. Und drin Goldschleifen. Sehr gut. Aha, könnte. Aber ganz exklusiver Entwurf. Bucherer sein. Massives Gold. Zuerst zur Elke bekommen. Bitte ja, mal zu uns zuerst, genau. Ja, zuerst mal zu uns. Elke. Das ist aber 90er Jahre Schmuck, oder? Nein, 50er Jahre. 50er Jahre? 40, 50er Jahre. Okay. Steckt da ein großer Name dahinter? Wir haben das nicht rausgefunden. Sie hat nur einfach gesagt, dass das ein Fischgrätenmuster ist. Mhm. Und die Steine sehr gute Qualität hat. Mhm. Sind Sie auch aus der Schweiz? Ja, ich bin Düsseldorfer und lebe in der Schweiz. Ja. Oh, okay. Das ist so ein Kauderwelt, so zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz. Und Sie haben es, das kommt auch aus der Schweiz? Ja, das kommt aus der Schweiz, ja. Und wo haben Sie denn her? Ja, das ist so eine kuriose Geschichte. Da habe ich eine Wohnungsräumung gekauft im Internet für 730 Euro. Habe die Möbel und alles bekommen, sind so 40 Kubik gewesen. Die biete ich. Bauernschrank, Schublade geklemmt. Dann die Schublade raus und in der Ecke ist das Schmuckstück gelegen. Ja, sehr gut. Sehr schöne Steine, ganz starke Gebrauchsspuren zum Teil. Sehr hübsch. Mhm. Bitte schön. Aber nicht auf den Steinen. Im Gold kann man es wegpolieren. Nein, nur am Gold. Da kann man es ja wegpolieren. Ja, richtig. Was ich schön finde, die Baguette-Form. Ist 18 Karat. Ja. 18 Karat, ja. Das könnte schon mal auch wieder vom Bucherer sein. Mhm. Ja, ist auch relativ kurz. Also mir passt es, aber... Ich werde immer ausgelacht, weil ich so schmale Armgelenke habe. Mir passt es hervorragend. Ja, steht ja auch. Der Trend geht ja zum zurückhaltenden Schmuck beim Mann. Wow, das ist Wahnsinn. Ja, so. Wie schwer, sagten Sie, ist das? 81,77. Mhm. Ja, dann starte ich mal mit 2.500 Euro. 2,6 biete ich. Ja, dann 2,7. Ja. Und das lässt sich auch super rechnen, 2,7, die der Julian geboten hat. Wenn Sie 700 bezahlt haben, haben Sie 2.000 Gewinn. Ist doch klasse. Was halten Sie davon? Ja, meine Schmerzgrenze ist noch ein bisschen höher. Mhm. Ich sag 2,8. Da kommt noch was. 2.850. Gib's dann mal rüber. Dann ja, gerne. Noch mal. Wir gucken noch mal drauf. Ja, ja, kein Problem. Schön auch. Die Saphire sind leicht unterschiedlich in der Farbe, aber das ist schön, weil da sieht man, dass sie wahrscheinlich natürlich sind. Das ist wirklich teuer gemacht. Ja. 3.000 Euro gebe ich Ihnen glatt. Dann bin ich raus. Das war meine Schmerzgrenze. Ich hoffe, ich habe Ihre Schmerzgrenze damit jetzt auch erreicht. Jetzt haben wir damit erreicht, ja. Dann würde ich sagen, wenn Sie wollen. Klasse. Danke. Ciao. Jo. 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.100, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800, 3.000 Euro. Super, danke. Ich danke auch. Ja. Und viel Spaß bei den nächsten Haushaltsauflösungen. Ja, dann komme ich wieder vorbei. Ja, gerne. Ja, genau. Danke. Gerne. Tschüss. Tschüss. Habe ich auch Lust, an dieser dabei zu helfen? Das ist sehr gut. Nein, das ist sehr gut. Ja, es war super, hat Spaß gemacht. Hab meine Schmerzgrenze erreicht, bin zufrieden.